Er wiegt 70 Kilogramm, ist ungefähr so groß wie ein Golden Retriever und wird mit einem Tablet gesteuert. Spot heißt der Computerhund, der im archäologischen Park von Pompeji schwer zugängliche Bereiche der großen Ruinenstätte inspizieren, Daten sammeln und auf Sicherheitsprobleme aufmerksam machen soll. Es ist ein Scanner, der während der Roboter sich auf seinem Weg fortbewegt, dreidimensional seine Umgebung einfangen kann und dann eine dreidimensionale Karte davon in Echtzeit liefert. Der Roboterhund erlaubt es uns, Untergrundstrukturen zu erforschen und zu überwachen, die die Belegschaft etwa aus Sicherheitsgründen nicht betreten kann, wie etwa Tunnel illegaler Ausgrabungen, die leider hier in dem Gebiet noch immer vorkommen. Spot kann laut seinem US-Entwickler in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, etwa auf Baustellen, im Bergbau oder in Fabriken. In Pompeji wird der Roboter im Wert von umgerechnet etwa 71.000 Euro zunächst versuchsweise getestet.